Die Deutsche Forschungsgemeinschaft dient der Wissenschaft in allen ihren Zweigen. Durch finanzielle Unterstützung von Forschungsaufgaben und durch Förderung der Zusammenarbeit unter den Forschern. Sie berät Parlamente und Behörden in wissenschaftlichen Fragen und pflegt die Verbindung der Forschungsstätten zu ausländischen Wissenschaftsorganisationen. Ihre besondere Aufmerksamkeit gilt der Förderung und Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Als Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft wurde die Deutsche Forschungsgemeinschaft 1920 gegründet. Ihr Name war auch ihr Programm bei der Wiedergründung 1949. Beide Male galt es, nach der Katastrophe eines Weltkriegs die Not der Wissenschaft lindern zu helfen. Im Jahresbericht 1969 der Deutschen Forschungsgemeinschaft entnehme ich, dass Sie sich offenbar einig darüber sind, der Forschungsgemeinschaft künftig vermehrt den Charakter einer eigenständigen Einrichtung der Forschungsförderung gegenüber Bund, Ländern, Universitäten, Stiftungen zuzusprechen. Das ist ein wichtiger Satz. Wissenschaftsförderung ist eine öffentliche Aufgabe. Sie ist dort besonders schwierig zu handhaben, wo sie auf gemischter Finanzierung beruht. Darunter kann eine Wissenschaftsförderung, die auf große Ziele ausgerichtet sein muss, Schaden leiden. Auch kann ich mir nicht vorstellen, dass Wissenschaftsförderung in unserer Zeit ohne eine persönliche und sachliche Ausstattung leisten kann, was sie leisten soll. Frage also, bewältigen wir die uns allen gestellte Aufgabe in bester Weise? Insofern ist, glaube ich, ein wichtiger Teil und wird ein wichtiger Teil der Aktivitäten der Forschungsgemeinschaft bleiben, doch mehr oder weniger ungeplante Forschungsförderung zu betreiben. Das ist notwendig für jede weitere Forschung, auch für angewandte Forschung. Aber es wird, und das ist ja bei diesem 50-jährigen Jubiläum zum Ausdruck gekommen, sicher die Blickrichtung etwas geändert werden und werden müssen, wenn man es übertrieben ausdrücken will, von dem mehr Introvertierten sich selbst sehen zu einem Aufnehmen auch der gesellschaftlichen Belange, die ja immer mehr in den Vordergrund jeder Forschungsförderung gestellt werden müssen. Die Arbeit der Deutschen Forschungsgemeinschaft als eigenständige Einrichtung der Forschungsförderung mit ihrem Sitz in Bad Godesberg orientiert sich an zwei Prinzipien. Erstens, die kreative Freiheit des Wissenschaftlers ist finanziell so zu sichern, dass er seine Forschung nach eigener Erkenntnis selbst bestimmen kann. Zweitens, die Planung der Forschung hat außer wissenschaftlichen Kriterien auch die Bedürfnisse der Gesellschaft zu berücksichtigen. Sie wissen, in welcher kritischer Situation die Hochschulen sind. Hier geht es mehr um Forschung als um Wissenschaft. Hier geht es um Neuland, das mit mutigem Pioniergeist angefasst werden muss, das aber anzufassen ist, weil es das Wohl der Bevölkerung auf der ganzen Welt einfach zwangsläufig erfordert, nicht nur nach meiner Ansicht, sondern auch nach offiziellen Verlautbarungen der Weltgesundheitsorganisation. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft aber hat das unsterbliche Verdienst, und ich gebrauche dieses Wort nicht leicht, das unsterbliche Verdienst, als erste Stelle in der ganzen Welt diese Arbeit der Präventivmedizin aufgenommen zu haben. Nach meiner Erinnerung betrug der Forschungsetat, also diejenigen Mittel, die ausschließlich für Forschungszwecke verwendet werden konnten, vor 10 Jahren ungefähr 12.000 Mark pro Jahr. Und Sie können sich denken, was dafür die einzelnen Vorhaben übrig geblieben ist. Und wenn wir seinerzeit überhaupt einigermaßen vernünftige Forschung betreiben konnten,
so ist es ganz zweifellos auf die aktive Förderung durch die deutsche Forschungsgemeinschaft zurückzuführen. Ohne diese Mittel hätten wir wenig erreichen können. Die deutsche Forschungsgemeinschaft ist verpflichtet, allen wissenschaftlichen Fachrichtungen zu dienen, Neuland zu erschließen und das Niveau insgesamt zu sichern. Im normalen Genehmigungsverfahren wurden bisher mehr als 40.000 Forschungsvorhaben bewilligt. Zu einem großen Teil Projekte, vor denen man früher allein schon wegen ihrer Größenordnung resigniert hätte. Hier bringt jeder Stillstand die Gefahr, das gerade Erreichte wieder zu verlieren. Mitglieder der DFG sind alle wissenschaftlichen Hochschulen und Akademien der Bundesrepublik, die Max-Planck-Gesellschaft und andere bedeutende wissenschaftliche Vereinigungen. An der Spitze der Forschungsgemeinschaft steht der Präsident, von der Mitgliederversammlung auf 3 Jahre gewählt. Die wissenschaftspolitischen Entscheidungen fallen im Senat, beraten von Kommissionen und Ausschüssen, sowie durch die von den Wissenschaftlern selbst gewählten Fachgutachter. Im Kuratorium und Hauptausschuss, wo es unmittelbar um finanzielle Entscheidungen geht, sind Bund, Länder und der Stifterverband der deutschen Wissenschaft vertreten. Doch haben die Wissenschaftler auch in diesen Gremien die Mehrheit. Ich darf Ihnen nun zunächst in dieser Sitzung unseren neuen Jahresbericht vorstellen. Sie haben ihn, glaube ich, zugeschickt bekommen und Sie haben in diesem Jahresbericht gesehen, dass er in seiner äußeren Aufmachung vielleicht ein bisschen praktischer ist als die früheren Jahresberichte. Sie haben eine Umschlagklappe, an der Sie das Inhaltsverzeichnis finden. Sie haben darüber hinaus diese klarere Einteilung in bestimmte Kapitel, die von vornherein sichtbar ist. Vor allem haben Sie Zeichnungen drin, die Ihnen am Anfang jedes Kapitels die wichtigsten und kennzeichnendsten Daten geben. Im Jahre 1969 erhielt die Deutsche Forschungsgemeinschaft, eine rechtlich und organisatorisch unabhängige Einrichtung der Wissenschaft, 258 Millionen Mark. Davon 136 Millionen vom Bund, 104 Millionen von den Ländern und 18 Millionen aus Stiftungen. Diese Mittel dienten dazu, vorwiegend an den Universitäten moderne Forschung überhaupt zu ermöglichen. Die DFG selbst betreibt keine Forschung. Sie will als Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft im Rahmen einer politischen Gesamtkonzeption einen zweckmäßigen Beitrag zur Planung und Förderung der Forschung leisten. Die rasche Ausweitung des Finanzvolumens, die noch stärkere Zunahme der Anträge und Projekte zwingen die Forschungsgemeinschaft, Prioritäten zu setzen. Sie aus Seite 47 entnehmen können. Dann kommt der nächste Antrag, das ist in der Liste Nummer 44. Da ist der Antrag auf Seite 16, der sich mit der Frage der Analogiemodelle für schwach instationäre Ebene und räumliche Strömungen mit freier Oberfläche befasst. Es handelt sich um einen Antrag, der vor allem wegen der Größenordnung hier zur Diskussion steht. Ich darf Herrn Pestel bitten, uns seine Mitteilung darüber zu machen. Ich kann mich in dieser Sache sehr kurz fassen, der hat euch ganz hervorragend vorbereitet. Vor allen Dingen, zu jedem Forschungsantrag geben 2 gewählte Gutachter unabhängig voneinander ihre Stellungnahme ab. Die Entscheidung über die Anträge trifft, gestützt auf diese Gutachten, der Hauptausschuss der Forschungsgemeinschaft unter Beteiligung des Präsidiums. Ein hoher Prozentsatz unseres wissenschaftlichen Nachwuchses wird durch Forschungsförderung im sogenannten Normalverfahren herangebildet. Jeder Wissenschaftler in der Bundesrepublik kann bei der Forschungsgemeinschaft Förderungsmittel beantragen. Die DFG nimmt auf den Inhalt des Vorschlags grundsätzlich keinen Einfluss. Sie gibt Starthilfen für neue Forschungseinrichtungen und trägt durch intensive weltweite wissenschaftliche Zusammenarbeit dazu bei, den Forschern international Anerkennung zu verschaffen. Ja, danke schön. Dann würde also dieser Antrag von Ihnen bewilligt werden mit einer Summe von 239.000. Die Entwicklung neuer Technologien, Beteiligungen an internationalen Projekten sowie das aktuelle Gebiet der Umweltforschung werden als Schwerpunktprogramme finanziert. Hierfür wurden im Berichtsjahr 57 Millionen ausgegeben. Derzeit stehen die Sonderforschungsbereiche im Mittelpunkt geplanter Forschungsförderung. Sie werden zusammen mit dem Wissenschaftsrat und den einzelnen Hochschulen eingerichtet und aus Sondermitteln des Bundes und der Länder bezahlt. Dafür stehen 1970 rund 60 Millionen Mark zur Verfügung. Die ständig steigende Ablehnungsquote gibt Anlass zu ernster Besorgnis und zwingt zu verstärkter Leistungskontrolle bisher geförderter Projekte.
Herr Genz, darf ich Sie bitten? Es geht hier um einen Fortsetzungsantrag. Wie Sie aus den Gutachten sehen, haben die Gutachter und die Prüfungsgruppe sich enttäuscht gefühlt von der geringen bisherigen wissenschaftlichen Ausbeute im ersten Jahr. Trotzdem ringen sie sich noch zu einer Befürwortung durch. Die Geschäftsstelle hat dementsprechend einen Teilbewilligungsvorschlag für eine eingeschränkte Problemstellung empfohlen. Wir haben die Akten Herrn Professor Staudinger geschickt. Herr Professor Staudinger schreibt, dass die Gutachten sehr kritisch sind. Auch ich finde den Bericht sehr enttäuschend. Nur um die einmal angelaufenen Arbeiten nicht zu einem Zeitpunkt abzubrechen, zu dem ein endgültig negatives Urteil vielleicht noch nicht möglich ist, empfehle ich die bescheidene Weiterförderung des Antrags. Da nach den Unterlagen beide schon bewilligten Doktorandenstellen zurzeit nicht besetzt werden konnten, erübelt sich auf jeden Fall hier eine Stellenvermehrung. Ich würde aber die vorgeschlagene Bewilligung doch befürworten. Kann der Antragsteller die Stellen nicht besetzen, so verfällt das Geld. Das heißt, es geht an die Forschungsgemeinschaft zurück. Ich bin also mit dem gemachten Vorschlag der Geschäftsstelle einverstanden. Das Forschungsschiff Meteor, mit modernsten Geräten und Laboratorien ausgestattet, zählt zu den sogenannten Hilfseinrichtungen der Forschungsgemeinschaft. Es wurde 1964 in Dienst gestellt. Die Meteor ist ein Beispiel rationeller Ausnutzung einer Großforschungsanlage. Sie ist allen interessierten Forschern und Forschergruppen zugänglich und bietet eine hervorragende Gelegenheit zu interdisziplinärem Gedankenaustausch, zur Gemeinschaftsforschung für Wissenschaftler aus verschiedenen Fachbereichen und Ländern. Bis 1970 wurden mit der Meteor 20 Expeditionen ausgeführt, zum Teil als deutscher Beitrag zu weltweiten ozeanografischen Programmen. Die Auswertung erster Ergebnisse der zweiten Atlantischen Expedition brachte bereits fundamentale neue Erkenntnisse für die langfristige Wettervorhersage. Die wissenschaftlichen Resultate werden laufend veröffentlicht. Sie sind ein Teil der deutschen Austauschverpflichtungen gegenüber dem nationalen und dem Weltdatenzentrum. Mit der Frage der öffentlichen Wasserversorgung und der Ausschöpfung von vorhandenen Wasserreserven im Küstengebiet befasst sich der Sonderforschungsbereich Wasserbau an der Technischen Universität Hannover. Die Tatsache, dass die Bevölkerung weiter Landstriche ihren Trinkwasserbedarf immer noch aus Zisternen bestreitet, führt zu Untersuchungen, inwieweit vorhandenes Moorwasser durch Zusätze von Flockungsmitteln gefiltert und als Trinkwasser genutzt werden kann. Durch Simulation über Analogrechner wird die Beeinflussbarkeit des Grundwasserstroms gemessen. Darüber hinaus lässt sich der Verlauf einer Hochwasserwelle im Vorhinein berechnen, sodass künftig rechtzeitig Vorsorge getroffen werden kann. Die besonderen statischen Verhältnisse von Küstenböden untersucht ein Sonderforschungsbereich des Instituts für Bodenmechanik, ebenfalls in Hannover. Im Zentrallabor der DFG für Mutagenitätsprüfung in Freiburg werden an Fliegen und Mikroorganismen Veränderungen der Erbsubstanz experimentell hervorgerufen und gemessen. Eine Reihe von Kommissionen der DFG befasst sich mit Fragen der Gesundheitsvorsorge und des Umweltschutzes, seit feststeht, dass durch die gleichen Umwelteinflüsse auch Veränderungen der menschlichen Erbmasse deutlich hervortreten. Wir haben mehrere Ziele. Das erste war, routinemäßig Substanzen, die in der Umwelt des Menschen vorkommen, wie zum Beispiel Pflanzenschutzmittel, Verunreinigung von Luft und Wasser, Pharmaka, Kosmetika, Lebensmittelzusatzstoffe, auf ihre Muttergene, das heißt erbverändernde Wirkung hin zu prüfen. Wie gesagt, routinemäßig prüfen. Das zweite Ziel war und ist, die Prüfmethoden ständig zu überprüfen und
gegebenenfalls zu verbessern, weiterhin auch neue Prüfmethoden, die eine bessere Aussagekraft, die letzten Endes ja auf den Menschen zutreffen soll, erlauben. Seit 1963 besteht die Freiburger Forschergruppe für Präventivmedizin. Sie setzt sich aus Toxikologen, Pathologen, Biochemikern und Chemikern zusammen und befasst sich mit den chemischen Ursachen der Krebskrankheit. Dabei werden chemische Substanzen unserer Umwelt auf ihre krebserzeugende Wirkung an Versuchstieren geprüft. Durch diese und ähnliche Forschergruppen sollen Lücken in der wissenschaftlichen Forschung, die in unmittelbarem Bezug zum Überleben der Menschheit steht, geschlossen werden. Wir waren also so verblieben, dass ich sagte, dass diese chemisch verursachten Schäden an der Erbmasse nicht heilbar sind. Man kann sie nur verhüten. Und man muss nun fragen, welche Substanzen sind es, die solche Gefahren für die Menschheit bringen? Und auf der anderen Seite fragen, kann man wirklich alle Arten von Krebs im Experiment erzeugen? Und diese Frage können wir mit Ja beantworten. Wir können heute alle Arten von Krebs am Versuchstier spezifisch mit ganz bestimmten Substanzen erzeugen und haben damit Modelle in der Hand, die nun für weitere biochemische, immunologische, chemotherapeutische oder meinetwegen auch Virusuntersuchungen dienen können. Denn ohne das Vorhandensein solcher Modelle wäre eine weitere Forschung überhaupt nicht möglich. Und auch das ist ein weiterer Hinweis dafür, wie schwer es ist zu heilen und wie notwendig es ist zu verhüten. Das ist die Aufgabe der präventiven Medizin. Schwerste Krankheiten konnten bisher nicht bekämpft werden, weil die Grundlagenforschung fehlte. Mit der Zuckerkrankheit befasst sich die in einem Institutsneubau beim Schwabinger Krankenhaus in München untergebrachte Forschergruppe Diabetes. Die Zuckerkrankheit nimmt unter den Stoffwechselerkrankungen zweifellos heute die allergrößte Bedeutung ein, sowohl zahlenmäßig als auch aufgrund der vielen Komplikationen, die aus dieser Krankheit entstehen können. Aus diesem Grund wird schon seit vielen Jahren an verschiedenen Plätzen auf der ganzen Welt an der Erforschung dieser Krankheit gearbeitet. Der Sinn und das Ziel der Errichtung einer Forschergruppe liegt jedoch darin, dass wir hier in Schwabing die Gelegenheit haben, diese Krankheit durch Zusammenarbeit verschiedenartiger Disziplinen der medizinischen Forschung gründlich zu bearbeiten. Es soll hier nicht nur Einzelprobleme dieser Erkrankung erforscht werden, sondern es soll hier durch Zusammenwirken von Biochemie, klinischer Chemie, Elektronenmikroskopie, physikalischer Chemie und vor allem auch durch Hinzuziehen der klinischen Medizin, also der Seite, die den Patienten direkt betrifft, versucht werden, der Zuckerkrankheit auf die Spur zu kommen. Professor Mehnert, Sie arbeiten als Kliniker in der Forschungsgruppe Diabetes. Was ergibt sich für Sie aus dieser Zusammenarbeit? Und ich glaube, für meine Mitarbeiter und für mich ist die Aufgabenstellung der Forschergruppe Diabetes besonders interessant, da wir hier die Möglichkeit haben, auch mit der Grundlagenforschung und der klinischen Chemie sehr eng zusammenzuarbeiten. Man muss ja bedenken, dass gerade auf dem Gebiet der Stoffwechselkrankheiten heute so große Fortschritte auch in theoretischer Hinsicht gemacht worden sind, dass es für einen Arzt allein gar nicht mehr möglich ist, alle modernen Methoden der Grundlagenforschung auf diesen Gebieten zu beherrschen. Und deswegen meine ich, ist es besonders gut, wenn eine solche Zusammenarbeit zwischen Theorie und Praxis, wie sie der Deutschen Forschungsgemeinschaft bei diesem Projekt vorschwebt, bestehen wird. Zur Feststellung der Luftverunreinigung hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft ein Messstellennetz aufgebaut, das sich von der Nordseeküste bis zum Bodensee erstreckt. Durch Standardisierung der Messdaten werden erstmals exakte Aussagen über den Gehalt an schädigenden Substanzen in der sogenannten Normalluft möglich. Grund genug für die Bundesregierung, sich dafür zu interessieren. Ja, die Gründe liegen eigentlich auf der Hand, denn
was soll ein Netz, das diese Dinge untersucht, wie wir es tun, was soll das bei Hochschulen? Es handelt sich hier ja um globale Probleme und der Bund ist zumindest da das niedrigste Niveau, auf dem man arbeiten kann. Wir arbeiten im europäischen Maßstab zusammen mit mehreren Staaten im Rahmen der OECD und in Zukunft ist ein Weltnetz geplant, das von der WMO übernommen werden soll, einer Unterorganisation der UNO. Und ich halte es für sehr vernünftig, dass der Bund sich um diese Dinge nun bemüht und dabei ist, sich der Länderhoheit auf diesem Gebiet zu entsagen und eigene Dinge zu unternehmen. Wird sich mit dem neuen Arbeitgeber, dem Bund, an Ihrer Tätigkeit etwas ändern oder werden Sie weiter forschen wie bisher oder sogar eventuell für Abwehrmaßnahmen zuständig sein? Ja, ändern wird sich mit Sicherheit nicht viel. Was sich ändert, ist nur die verwaltende Instanz. Die Probleme selbst sind so gravierend, dass ich das Arbeitsprogramm nur ausweiten kann. Sie sehen ja hier, das ist die Filterbeaufschlagung von einem Tag in Rheinluft. Und auf diesem Filter sind nun Substanzen wie Blei, wie DDT, wie Benzpyren und so weiter, die wir bestimmen wollen. Und es gibt eine Unmenge von Problemen, gerade in der Messtechnik, die entwickelt werden muss, um ein europäisches Netz aufzubauen. Erst in den letzten Jahren ist es offensichtlich geworden, dass sich die Wissenschaft mit einem Problem bisher nicht beschäftigt hat, mit der wissenschaftlichen Erforschung ihres eigenen Arbeitsbereiches. Weder mit der Methode wissenschaftlichen Unterrichts noch mit dem Hochschulbau. Die DFG versucht über ein Institut in Stuttgart, diesem Rückstand abzuhelfen. Die Planung wurde bislang zu sehr als eine Planung von Einzelobjekten verstanden. Man hat zu wenig die langfristige Planung disponiert, das heißt eine Planung der Planung vorgeschaltet. Und daran lag zu einem guten Teil der Misserfolg der Hochschulplanung. Bestreben des Sonderforschungsbereiches ist es nun, die Planungsvorbereitungen zu verbessern und der eigentlichen physischen Bauplanung vorzuschalten. Immer wieder wendet sich die Deutsche Forschungsgemeinschaft in Denkschriften an Regierung, Parlament und Öffentlichkeit. Solche wissenschaftlichen Untersuchungen und Empfehlungen zu dringenden medizinischen und sozialpolitischen Fragen der Gegenwart sind nicht selten zu Arbeitsunterlagen für Gesetzgebung und Verwaltung geworden. Ansonsten ist die Publikationsliste der Deutschen Forschungsgemeinschaft der beste Leistungsbeweis. Ja, in ganz erheblichem Umfang. Wir haben als besonderen Satzungszweck neben der Förderung von einzelnen Vorhaben auch die Weiterbildung, Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Wir vergeben Stipendien verschiedener Art. Die drei Arten sind die Habilitantenstipendien, die für die Abfassung der Habilitationsschrift gedacht sind. Dann Forschungsstipendien, die für die Bearbeitung eines bestimmten abgegrenzten Themas in einer abgegrenzten Zeit gedacht sind und schließlich die Ausbildungsstipendien. Bei den Ausbildungsstipendien unterscheiden wir zwischen Inlands- und Auslands-Ausbildungsstipendien. Von der Deutschen Forschungsgemeinschaft werden auch Projekte wissenschaftlicher Akademien gefördert. Über 800.000 Mark erhält die Bayerische Akademie der Wissenschaften für die erste Gesamtausgabe der Werke von Johann Gottlieb Fichte. Seine Schriften und Briefe waren bisher nur unzulänglich und vor allem unvollständig bearbeitet worden. Durch diese Münchner Edition, die schon seit 1956 gefördert wird, erhält die Interpretation der Philosophie des deutschen Idealismus eine völlig neue Grundlage. Der Nachlass, der zahlreiche Fassungen von Fichtes Wissenschaftslehre enthält, war bisher nur zu knapp einem Drittel veröffentlicht worden. Am Mexiko-Projekt der Forschungsgemeinschaft sind zahlreiche deutsche und ausländische Wissenschaftler der verschiedensten Fachrichtungen beteiligt. Geographen,
Archäologen, Historiker, Völkerkundler, Biologen, Soziologen, Landwirte und Wirtschaftswissenschaftler. Sie entwickeln mit diesem Projekt ein Modell moderner Kulturforschung, das künftig internationale und interdisziplinäre Forschungsvorhaben befruchten wird. Die Zahl der internationalen Gemeinschaftsprojekte, vor allem in den Natur- und Geowissenschaften, erhöht sich fortlaufend. Die Wissenschaft in der Bundesrepublik kann sich einer aktiven Mitwirkung an diesen Projekten nicht entziehen, wenn sie nicht provinziell veröden soll. Die Forschungsgemeinschaft bemüht sich, die deutsche Mitwirkung an solchen Vorhaben zu sichern. Daneben werden Gastprofessoren, wissenschaftliche Reisen und Austauschprogramme finanziert. 1950 waren es 10 Millionen, 1960 50 Millionen, heute sind es über 250 Millionen Mark, die der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Verfügung gestellt werden, um die Forschung in der Bundesrepublik zu fördern. Man erkennt daran, dass die Hochschulen immer weniger in der Lage sind, ihre Forschung aus den laufenden Etatmitteln der Länder zu finanzieren. Selbstverständlich steckt auch in den Etatmitteln der Hochschulen ein Anteil, der der Forschung zugutekommt. Seine Höhe ist schwer abschätzbar, da Forschung und Lehre innerhalb der Hochschule nicht gegeneinander abgegrenzt werden können. Auch ist dieser Anteil weitgehend eine potenzielle Größe. Seine Nutzung hängt davon ab, welche zusätzlichen Mittel für die Bearbeitung konkreter Forschungsprojekte seitens der DFG und anderer Finanzträger zur Verfügung stehen. Fließen solche Mittel nicht, so ist die an den Hochschulen versammelte geistige Potenz mehr oder weniger lahmgelegt. Damit ist die Deutsche Forschungsgemeinschaft zum maßgebenden Steuerungsinstrument wissenschaftlicher Forschung in der Bundesrepublik geworden. Ist die Deutsche Forschungsgemeinschaft in der Lage, diese Verantwortung auch in Zukunft zu tragen? Die Forschungsgemeinschaft ist sich bewusst, dass sie ihre Verfahren und Richtlinien immer offen halten muss und dass sie den in ewigem Wandel befindlichen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen und Zielen Rechnung zu tragen hat. Die Forschungsgemeinschaft ist auch nicht der Meinung, sie habe Kritik, sei es der Öffentlichkeit, sei es der wissenschaftlichen Welt, nicht nötig. Sie stellt sich dieser Kritik, wann immer sie konstruktiv und weiterführend ist. Ihre zentrale Aufgabe aber bleibt, durch Forschungsförderung einen substanziierten Beitrag zu unserer freiheitlichen, demokratischen Ordnung zu leisten.